Nach dem Punktgewinn gegen den FC haben heute nur die Spieler trainiert, die nicht über 90 Minuten im Einsatz waren. Ab morgen dann beginnt die intensive Vorbereitung auf das Rückspiel gegen PAOK Saloniki. Das findet ja aufgrund des Karnevals bereits am Mittwoch um 18 Uhr statt. Die U19 hat am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls unentschieden gespielt. Das Team von Norbert Elgert gelang dabei, einen 0:2 Rückstand auszugleichen. Nach dem Anschlusstreffer per Foulelfmeter von Janis Kübler traf Haji Wright zum Ausgleich. Außerdem verlor die U23 unglücklich in Wattenscheid mit 1:2 und der U17 gelang gegen Bochum ein 2:0 Auftaktsieg zum Rückrundenstart. Wer Schalkes Reise durch Europa auch mit den passenden Accessoires begleiten möchte, der Fanshop bietet für das PAOK-Spiel die passenden Artikel dazu an. Die Schalker Basketballer haben ihren ersten Matchball zur sicheren Play-Off-Qualifikation verworfen. Das Team verlor in Oldenburg ein intensives Match mit 67:75. Die königsblauen Korbjäger benötigen noch einen Sieg aus 2 Spielen, um sicher in den Play-Offs zu stehen. Die nächste Chance bietet sich am kommenden Wochenende zu Hause im Derby gegen Recklinghausen. Für Schalkes E-Sportler läuft die Saison weiterhin nach Plan. Nachdem das League of Legends Team bereits am vergangenen Wochenende Paris Saint-Germain mit 2:0 aus der virtuellen Welt fegte, war an diesem Wochenende die Mannschaft von Fnatic Academy an der Reihe. Der unangefochtene königsblaue Tabellenführer der Championship Series gewann mit 2:0 und festigte damit seine Aufstiegsambitionen.